So, Hallöchen nochmal, Freunde. Auf geht's in die Endschlacht. Ich habe jetzt einfach, ist jetzt zwar heute noch der gleiche Tag und im Endeffekt auch die gleiche Aufnahme, ich habe jetzt aber einfach bloß mal 5 Minuten Pause gebraucht. Puh, bin ja sonst nicht so zart beseitet, aber das ist mir jetzt schon irgendwie dran gegangen. So, die Frage ist, wie kommen wir rein? Zu. Ich glaube, mein Vater hatte den Schlüssel immer in einem der Zwerge versteckt. Da habe ich zu Silvester immer Böller reingeworfen. Schön, ja, das klingt gut. Geh hinters Haus. Boah, alles An dem alt. Tisch habe ich immer Alfreds Kastanienmännchen geköpft. Nett. Hey, dahinter ist unser alter Salon. Können wir da einfach? Lass uns hier einbrechen. Nein, ich will nichts kaputt machen. Nicht noch mehr. Naja, aber es wäre halt einfach schnell. Aber wie verrottet hier alles ausschaut. Ja, da hat sich sehr lange keiner mehr drum gekümmert hier. Und es ist auch richtig krass, wie sich jetzt das verändert hat. Also von der kindlichen Sichtweise. Ich erinnere mich, hier sind wir ja auch irgendwie rausgekommen gewesen. Diese Regentonne beherbergt Myriaden von Wasserflöhen. Also, ne? Können wir denn da sonst noch raus? Gar nicht. Was? Disteln? Der Wald hat Dunsinane erreicht. Okay, den check ich jetzt gerade nicht. Puh. Genau, hier. So also wie sich das im Kindlichen verändert hat, also generell zum Realen. Ich meine, da war es ja noch nicht verlottert und alles, aber. Das ist schon. Boah. Müssen wir jetzt. Ich erinnere mich, dass einer der hässlichen Zwerge den Schlüssel für die Tür hatte. Warst du es? Okay, da müssen wir wohl mal. Ich glaube, mein Vater versteckte den Haustürschlüssel immer in einem der Zwerge. Der hier war's nicht. Okay, müssen wir jetzt Zwerge malträtieren. Naja, es gibt ja viele Leute, die eigentlich keine Gartenzwerge mögen. Aber ich weiß nicht, irgendwie finde ich die doch ganz neckisch. Ich glaube, mein Vater versteckte den Haustürschlüssel immer in einem der Zwerge. Der hier Komm. war's nicht. Wahrscheinlich gerade immer der letzte, den wir nehmen. Mit Bestellzwerg. Geil. Ich glaube, mein Vater versteckte den Haustürschlüssel immer in einem der Zwerge. Aber in welchem bloß? Der hier war's nicht. Ah, okay, wir können die bloß der Reihe nach hier absemmeln. Okay. Angelzwerg. Ich glaube, mein Vater versteckte den Haustürschlüssel immer in einem der Zwerge. Der hier war's Komm. nicht. Jetzt sind nur noch du und ich übrig, Django. Na, wer sagt's denn? Hier ist ja der Schlüssel. Es ist doch immer der letzte, den man ausprobiert. Okay. Haustürschlüssel mit Tür. Ich kann's kaum erwarten, endlich wieder zu Hause zu sein. Oh nein, er ist zerbrochen und im Nein. Türschloss stecken geblieben. Ah, Mann, können wir ihn. Mit bloßen Händen bekomme ich den abgebrochenen Schlüssel da nie raus. Können wir mit der Wir Schere? könnten uns ein Loch in die Tür schneiden. Hast du keine konstruktiven Vorschläge? Nein, nur destruktive. Können wir ihn damit rausholen? Die ist nicht verrostet. Zumindest nicht mehr als früher. Verdammt. Wie kommen wir jetzt da rein? Oder wir brauchen eine Pinzette oder sowas. Hier ist wahrscheinlich auch zugesperrt. Disteln. Haben die hier keinen Gartenschuppen oder sowas? Geh hinters Haus. Geh nach. Ach, okay, geh zum Schuppen. Na, da haben wir es ja.
Boah, auch alles zugewuchert und bemoost und alles richtig verlottert. Spaten. Seltsam. Ich bekomme plötzlich Hunger auf Suppe. Schneeschaufel. Ja, Zimmer aufgeräumt habe ich erst gestern. Weißt du noch, wie wir damals unseren hyperrealistischen Schneemann gebaut haben? Er wirkte so lebensecht. Und niemand kannte unser Geheimnis. Niemand außer Alfred. Ja, aber mit der Karotte im Mund konnte er es niemandem verraten. Wie mies. Ich habe früher oft mit Alfred im Laub gespielt. Meistens haben wir alles auf einen großen Haufen gehakt. Dann sind wir vom Schuppendach hineingesprungen. Alfred hat sich nie getraut. Ich werde wohl nie erfahren, ob die Sache mit den spitzen Steinen funktioniert hätte. Nett. Mein Lieblingsspiel war Jag den Frosch. Ja, Alfred hatte wirklich Angst vor dem Rasenmäher. Zu Recht. Boah, Edna. Darin habe ich früher immer Kaulquappen gefangen. Können wir benutzen? Die sind nur für Leute, die sich ungern die Hände schmutzig machen. Okay, also definitiv nicht für dich. Die sind nur für Leute, die sich ungern die Hände schmutzig machen. Ja, aber sie schützen ja auch ein bisschen die Hände, ne? Neulich mal beim Rosenstutzen im Garten. War froh drum, dass ich die hatte. Eine Beißzange. Die erinnert mich an meinen Zahnarzt. Was hast denn du für einen Zahnarzt? Die benutzt man schon seit x Jahren nicht mehr. Zumindest habe ich noch keine auf so einem Rollwägelchen beim Zahndoktor gesehen. Aber wir können sie immerhin mitnehmen. Ein Kessel voller Buntes. Das gehörte zu Mattis Fahrrad. Es war das einzige vom Rad, was übrig blieb, nach meiner Idee mit dem Bus und der Fahrradkette. Oh. Ach, Scheiße. Da fehlt kein Schlüssel, da fehlt Benzin. Aber es ist echt krass, wie da jedes Mal die Stimmung schwankt. Wollen wir nach Geheimfächern suchen? Später, Harvey. Boah, das ist echt... Boah. Richtig krass. Na. Tür. Können wir jetzt da die Beißzange mitnehmen? Oder benutzen? Huch! Edna war jetzt bloß gerade hinterm Hause, ich dachte mir schon. Gute Idee! Prima! Ich habe die Reste des zerbrochenen Schlüssels. Jetzt müssen wir die bloß noch irgendwie wieder zusammenbappen. Können wir das so? Jetzt ist er wie neu. Außer, dass er immer noch kaputt ist. Ach ja. Okay, ja, ich dachte schon. Hä? Was gibt's denn hier? Scherben? Er hat angefangen. Können wir die mitnehmen? So ist er vielleicht nach all den Jahren doch zu was Nütze. Das sind die Überreste des lästigen Bestellzwergs. Das hat er jetzt davon. Ach, Moment. Müssen wir deinen Schlüssel jetzt nochmal nachgießen? Das hatte er wohl nicht bestellt. Nee, hier können wir jetzt auch nicht in den Gartenteich. Moment mal. Aber... Ah, richtig! Die Disteln! Da war es... Da muss ja irgendwo hier das Kellerfenster gewesen sein, wenn ich mich nicht arg täusche, oder? Das heißt, wir könnten theoretisch durchs Kellerfenster... Dafür würde ich ja Jahre brauchen. Können wir... Der ist ausnahmsweise nicht das richtige Werkzeug. Moment mal. Wie kriegt man Disteln weg? Ja. Also mit dem Rasenmäher wahrscheinlich... Ja, jetzt komm. Nein, falsch. Also mit dem Rasenmäher denke ich mal vorsichtig nicht. Zumindest habe ich keine Ahnung, wo man da jetzt Benzin auftreiben können. Rad.
Was haben wir denn sonst noch? Rad, Schneeschaufel, Spaten. Können wir den Rechen mitnehmen? Die gehört mir bereits. Ja, aber mitnehmen. Wozu? Wir haben noch Herbst. Können wir... Ah, okay, vielleicht können wir damit die Disteln dann irgendwie ausgraben oder plattwalzen oder keine Ahnung. Bin ich so der Gartenexperte. Oder du holst dir einfach den nächstbesten Esel. Genau, damit komme ich dem Unkraut bei. Jawohl, stimmt, da war das Fenster. Oh nein, es klemmt. Auch das noch. Okay, brauchen wir entweder Öl, aber ich versuche es erstmal. Na toll. Nein, die Zange hat nicht genug Wumms. Aber der Schläger hat...